Benvenuti in Mani Chiu Chef. Heute machen wir diese leckere Spalline di Coco Ricotta. Das auf Deutsch sind diese Ricotta con Coco Spralinen. Sehr lecker. Ohne Backen und wirklich dauert nur 3 Minuten. Was brauchen wir dann für unsere leckere Spralline? Ich habe hier 300 Gramm Ricotta, 150 Gramm Weißzucker, 100 Gramm Kokosflocken und 100 Gramm zerkleinerte schwarze Schokolade. Und dann auch noch unsere Vanillearoma oder in Deutschland diese Vanillezucker. Ist auch okay. Für unsere Dekorierung brauchen wir diese Papierformen, klein. Und dann noch ein bisschen zartbitter Kakao und ein bisschen noch von diesen Kokoflocken. Dann fangen wir an. Ich nehme meine Ricotta und ich muss die ein bisschen arbeiten mit einer Gabel, einfach so. Ich habe den ganzen Wasser raus von meiner Ricotta gemacht. So ist, also ist immer cremig, aber kein Wasser rein. Dann die Ricotta ist schon so eine schöne Creme, mache ich meinen Zucker rein. Ich arbeite so immer, jedes Mal immer, so kommt eine schöne Konsistenz. Dann habe ich schon alles so schön verrührt und dann mache ich rein meinen Coco. Und ich wiederhole, ich mache das Gleiche. Dann noch die Schokolade. Etwas Vanille rein. Perfekt. Wieder. Unsere Pralinenpaste ist fertig und dann müssen wir unsere Papierformen auffüllen. Was machen wir? Ich habe schon hier einen kleinen Löffel. So, wir nehmen einen kleinen Löffel. So. Und dann ich mache meine Hand so. Und wir machen eine kleine Praline. So machen wir in diese Kakao. Und dann in unsere Coco. Perfekt. Okay. Eine mache ich mit Kakao und eine nur mit Coco. So wir haben eine weiß und eine schwarz. Und sieht schöner aus. Die Ricotta Coco Spraline sind fertig. Die sehen sehr gut aus, oder? Das ist auch eine gute Idee, wenn ihr eingeladen seid, es auch zu mitnehmen. Dann tutto finito. Buon appetito!